Herzlich willkommen heute zu einem neuen Interview mit der Ärztin Sarah Bergmann. Sarah, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Stefan. Und es gibt spannendes Neues zu berichten. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, um was es hier geht. Denn wenn ich mich richtig erinnere, dann bist du darauf gekommen bei einer besseren Recherche zum Thema Parasiten. Ja, genau. Ich wollte dann als das letzte Thema mich mit Parasiten beschäftigen und mein Eigentherapieprotokoll irgendwie zu Ende bringen. Es gibt dann viele Therapieformen in Deutschland und die waren für mich nicht zu überzeugen und eigentlich und, jede Therapie ist auch so kompliziert. Deshalb habe ich dann nach Hilfe in meinem Land gesucht. Ich komme aus dem Iran und dort haben wir viele Experten, die sich bestens mit Parasiten auskennen. Und dann habe ich dann gelesen, dass nach altpersischen Medizin die Parasiten im Körper aufwachsen, weil angeblich ein überschüssiges Phlegma gibt. Ne? Das Wort sagte mir nicht, was ist das Wort Phlegma. Und letztendlich haben sie gemeint, wenn man dieses Phlegma beseitigt, sind die Parasiten weg. Und die Therapiedauer ist, ja, die sind so 10 Tage. Gut, ich habe mich dann mit dem Phlegma beschäftigt, was das Wort überhaupt Phlegma ist. Und dann stoße ich dann an ein neues Thema. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, ja, das ich leider bis jetzt übersehen hatte. 4-Temperamente-Lehre. Was sagt diese 4-Temperamente-Lehre zu uns? Einstein, das liebe Universum hat die Menschen aufgebaut, ja, von 4 Elementen. Erde, Feuer, Wasser, und Luft. Und je nachdem, ja, welches Element bei jedem Mensch überwiegt, hat dieser Mensch ein anderes Temperament. Das heißt dann, insgesamt haben wir dann 9 Temperamente, wenn wir alles genau im Detail sehen, aber grob gesagt 3. Das heißt, entweder ist der Mensch kalt oder warm oder ausgeglichen. Und wiederum, wenn der Mensch kalt ist, da muss man, ja, dann geht man wieder in weitere Gründe, entweder kalt und trocken oder kalt und feucht. Und das ist genauso für das warme Temperament. Wenn ein Mensch ein warmes Temperament hat, ist der Mensch entweder warm und feucht oder warm und trocken. Und dieser hat einen Sinn. Das heißt, jeder Mensch muss sich bemühen, ja, sein eigenes Temperament zu erkennen. Warum? Weil wenn man das eigene Temperament erkannt hat, dann weiß man, wie man sich ernähren muss. Und welche Krankheiten können ja auf dem Grund von diesem Temperament entstehen. Mit den Temperamenten ist so, dass wir, jeder Mensch mit einem Temperament auf die Welt kommt. Und das ist genetisch bedingt. Das ist genau wie Haut- und Haarfarbe. Entweder wird dieses Temperament dominant, was nicht gut ist, oder das Temperament wird dann, das Eingeborene wird durch ein anderes Temperament ersetzt. Und das ist ganz krankhaft. Das heißt, das erworbene Temperament ist immer krankhaft. Einstein, viele Krankheiten sind Kältekrankheiten. Ne? Denken wir an MS, Alzheimer, Morbus Parkinson, Hypothyreose und alles andere. Ja, das ist ein großes Thema, Wärme einzubringen, dass man sagt, Kältekrankheiten, aber... Ich habe das zum Beispiel gar nicht vertragen, also ich kann Hitze nicht ertragen. Ja, und deshalb, das ist ganz wichtig, dass wenn ein Mensch zum Beispiel Choleriker ist, Choleriker sind warm und trocken. Und wenn man jetzt auf einmal jetzt mit so einem Menschen eine Antiparasitentherapie macht, was gibt man dann zu diesen Menschen? Alle diese Mittel, die man gibt, die sind auch warm und trocken. Das heißt, der Mensch wird dann enorme Probleme kriegen. Deshalb müssen wir erkennen, welches Temperament der Mensch hat. Und wenn eine warm und heiß, warm und trocken ist, heißt dann Choleriker. Die haben dann zu viel gelbe Galle. Und dann kommen wir zu der zweiten Gruppe, Sanguiniker. Die haben dann viel zu viel Blut. Und die sind warm und feucht. Dann haben wir das die dritte Gruppe, Phlegmatiker. Die haben dann viel Phlegma und die sind kalt und feucht. Und die letzte Gruppe sind die melancholische Leute. Die haben dann melancholisches Temperament. Das heißt, die sind kalt und trocken. Ja, und deshalb, jeder Mensch muss dieses Temperament erkennen, darauf basierend sich ernähren,
Das heißt, es gibt nicht nur ein Rezeptbuch. Ich habe mir auch mit Vorbereitung für die Rezepte irgendwie schwer getan, weil, wie ich das gesehen habe in meinem Seminar, die Leute haben unheimlich verschiedene, ja, Unverträglichkeiten. Was ich alles vertragen konnte, konnten einige überhaupt nicht vertragen, ne? Und dann habe ich dann immer gedacht, Gott, irgendwie müssen die Krankheiten gemeinsam sein. Aber das ist nicht so. Jeder Mensch in jede Gruppe kriegt besondere Krankheiten. Fangen wir von oben an. Choleriker. Choleriker, die sind sehr warm und trocken. Ja, wenn sie ausgeglichen sind, das ist gut. Die sind sehr ehrgeizig und die können sehr schnell verstellen und ja, alles zusammenfassen. Die haben Power. Aber wenn sie unausgeglichen sind, die sind wütend, die können nicht schlafen. Und diese gelbe Galle fließt nach oben, nach unten. Und deshalb hat man auch dann zum Beispiel Brennen im Körperoberteilen. Und dann, ja, sie werden sehr schnell wütend und sie können nicht mehr schlafen. Sie haben dann Verstopfungen und sie sind, das ist dann begünstigt, dass sie auch zum Beispiel Leberkrebs kriegen. Oder auch Gallensteine und solche Sachen, ne? Und dann bei der zweiten Gruppe Sanguinica, die sind dann warm und feucht und die sind auch warm, die haben viel zu viel Blut, die haben zu viel Volumen und deshalb sie sind geeignet, dass sie dann Hochdruck kriegen, Bluthochdruck oder auch Herzinfarkt und Schlaganfall und die haben dann ihre besonderen Krankheiten. Und dann haben wir dritte Gruppe, Phlegmatika. Phlegmatiker haben einfach so ein viel Phlegma. Und diese Phlegma fließt auch dann im lymphatischen System und nährt auch zum Beispiel die Nerven. Und wenn wir viel zu viel Phlegma haben und auch das falsche Phlegma, was entsteht? Es entstehen dann viele Nervenkrankheiten und auch diese ganze Erkältungen und alles ist überschüssige Phlegma. Und Parasiten wachsen auch in einem Medium, wo dann viel Phlegma gibt. Und letztendlich alle diese antiparasitäre Therapie führt dazu, dass das Phlegma austrocknet. Aber wenn wir diese Lehre wissen und das Wissen haben, dann können wir im Voraus Phlegma irgendwie beseitigen, diese, das Überschüssige und diese Krankheiten vermeiden. Und dann haben wir Melancholiker, die sind dann kalt und trocken. Und diese Leute, die sind, ja, die... Wenn sie unausgeglichen sind, sie schaffen sich Probleme, sie schaffen auch den anderen Probleme. Sie sind sehr pessimistisch, sie haben auch enorme Verstopfungen und ja und typische Krankheiten von Melancholiker kann auch zum Beispiel Schizophrenie sein oder auch dann Restless-Syndrom, diese unruhige Beine und ja und sogar Varizen in Beinen, weil Melancholiker Element ist Erde und Erde ist schwer und der setzt sich dann ab. Auch dann diese sitzende Tätigkeit, ne, führt zum Beispiel zur Bildung von der schwarzen Galle. Und interessant ist, auch bei meinen Krankheiten habe ich damals bemerkt, nicht nur Essen beeinflusst meine Krankheit, sondern auch die Umgebung. Ne? Das heißt, wenn es dann viel Hit irgendwo sehr heiß war, habe ich dann diese feurige Brennen gehabt. Und jetzt weiß ich, mein Temperament zum Beispiel ist angeboren sanguinisch, aber ich wurde cholerisch. Bei dir war das gleiche Problem. Deshalb hat man dann dieses Brennen und dann denkt man, Gott, jetzt habe ich dann zig Schwermetallvergiftungen oder Viren und Bakterien. Aber letztendlich denken wir immer an Grundlagen, Ursachen. Der Mensch besteht aus vier Säften und diese Säfte müssen in Gleichgewicht sein. Wenn wir aus Gleichgewicht rausgekommen sind, dann haben wir eine ja, miserable Grundlage, damit wir alle Krankheiten kriegen. Deshalb, erster Schritt bei jeder Therapie, erkenne erstmal dein Temperament, welches Temperament du angeboren hast. Und es gibt dann, ja, viele Tests oder auch dann eine einzige Frage, ja, woraus man ableiten kann, welches Temperament man hat. Diese Frage lautet, ich frage dich, Stefan, wie ziehst du dich im Jahr an? Wenn du sagst, oh, ich ziehe dann immer viel an. Das machen dann Phlegmatiker. Wenn du mit einem phlegmatischen Mensch mitten im Sommer irgendwo nach Spanien auch fliegen möchtest, er packt erstmal zwei Jacken. Es ist ihm immer kalt. Das ist so. Immer Phlegmatiker haben, ja, sie frieren immer. Das ist Phlegma und das ist dann die Eigenschaft von Phlegmatiker. Choleriker
Frieren nie. Sie haben auch denn sie können auch im Winter mit T-Shirt rumlaufen. Die sind Choleriker, die haben viel Hitze, ne? Und dann haben wir Sanguiniker. Sanguiniker brauchen vor Sommer und so, die frieren nicht im Sommer und sie brauchen vor Herbst und Winter ja ein bisschen mehr. Und Melancholiker, die frieren auch, aber die frieren nicht wie Phlegmatiker. Das ist eine ganz gute Frage, damit man weiß, ja, welches Temperament man hat. Man kann zum Beispiel bei Neugeborenen merken, wenn das Neugeborene schwarze Haare hat, dunkle Haare und viele Haare, dann ist das Neugeborene hat ein warmes Temperament. Aber wenn das Kind blass aussieht, hat wenig Haare oder glatte Haare, dann ist eher kaltes Temperament. Ne? Sogar habe ich dann jetzt eine Bekannte dann informiert. Man kann auch bei Muttermilch zum Beispiel, die Mutter, die stillen. Am besten muss stillende Mutter immer versuchen, warme Milch zu haben. Aber wir leben in Deutschland, viele Frauen sind Phlegmatiker. Das heißt, dann haben sie auch ja, eine kalte Milch und das ist nicht gut. Und es gibt dann Tricks, wie man ja, in so einem Fall das Milch warm macht vor das Kind, weil das Kind gedeiht mit dem warmen Milch viel, viel besser. Und es gibt dann einen Test, ne? Man kann einfach so auf dem Nagel einen Tropfen Milch tun. Wenn es wie ein Tau auf dem Nagel bleibt, das ist kalt, dann muss die Mutter Datteln essen, Honig essen oder auch Fencheltee, damit irgendwie diese Milch wieder warm wird. Ne? Aber wenn das auf dem Nagel fließt, dann ist das warm. Das ist zum Beispiel ja, der Test dann für die Mutter, die stillen. Okay, wunderbar. Also das ist schon mal ein Einblick in diese Lehre, in diese Temperamentelehre, wie du sie gesagt hast. Wobei, ich würde es gerne ein bisschen ordnen. Und zwar gibt es Informationen über Temperamentelehre, Säftelehre, Humoraltherapie. Wo bewegst du dich? Welche Lehre gibt es? Und dann vielleicht noch ein Hinweis. Es ist ja durchaus aus der Mode gekommen. Also ich kannte es nicht. Es ist vielleicht eine Ähnlichkeit zu der Fünf-Elemente-Lehre der chinesischen. Vielleicht kannst du kurz einordnen, wo kommt es her? Warum ist es noch relevant und wie kann ich es dann für mich nutzen? Weil ich Ja. glaube, dieser Test mit der Temperatur, da ist ja auch noch kalt oder feucht oder trocken dabei. Wie kann ich es also für mich nutzen? Ist natürlich am Ende das die interessanteste Frage. Ja. Okay, erstmal, wir haben dann viele legendäre Ärzte gehabt, Hippokrates oder auch dann Avicenna aus dem alten Persien, die haben mit diese vier Temperamenten gearbeitet. Auch im jetzigen Iran, wir haben dann Praxen, wo diese Ärzte arbeiten und in weniger als eine Minute, das heißt, wenn man in Praxis von solchen Ärzten reingeht, als erste Aufgabe vom Arzt, sofort in weniger als eine Minute, sie werden erkennen, an welches Temperament du, ja, mit welchem Temperament du angeboren bist, ne? Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, angeborenes Temperament ist okay, erworbenes Temperament ist immer krankhaft. Und diese Ärzte haben damit gearbeitet und letztendlich, die sind die alten Lehren, die leider in Vergessenheit geraten sind. Aber wie brauchen sie? Weil wir kommen dann mit dem neuen Wissen nicht so weiter. Und diese Lehre hat funktioniert und die funktioniert immer noch. Aber das finde ich dann schade, dass darüber nicht in Deutschland gesprochen wird. Und ich werde jetzt das als meine wichtige Aufgabe machen, ja, diese Infos zu kriegen und auch dann in Deutschland zu veröffentlichen. Ja, solche großartige Ärzte haben damit gearbeitet. Und was war denn die zweite Frage? Wie kann ich es letztlich für mich nutzen? Denn diese Einordnung nach Temperaturen, für mich ist sie vielleicht nicht ganz so schlüssig. Ich habe offenbar ein Problem mit mangelnder Hydrierung, mit mangelnder Feuchte, wenn ich das so richtig sehen kann. Ich habe dann durchaus melancholische Phasen, aber auch dieses trockene, heiße Ausflippen. Ich bin kein Choleriker. Ja, das ist dann so. Praktisch müssen wir gucken, dass jeder Mensch, der angeboren wird, entweder kommt dann auf die Welt mit einem Kühlschrank oder einer Heizung. Warme Menschen haben immer irgendwie eine Heizung drinnen. Und interessant ist, ich bin auch warm. Was mache ich dann falsch? Ich esse wieder warm. Das heißt, ich mache mich zu warm. Wenn ich Sanguiniker bin, ich bin warm und feucht, dann muss ich das Gegenteil, mit dem Gegenteil nicht ernähren. Das heißt warm und feucht, das heißt jetzt kalt und trocken. Ne? Aber Wenn man läufst du dann nicht Gefahr,
in den Choleriker zu rutschen, denn nach meinem Verständnis wäre der Choleriker trocken. Und wenn du Okay, ist trocken aber, isst, nee, dann jetzt bist habe ich du. dann über Sanguiniker gesprochen. Wenn man cholerisch ist, das heißt, man ist sehr warm und sehr trocken. Das heißt, muss man dann kalt und feucht, mit kalt und feucht sich ernähren. Ich war sanguinisch, aber mein Problem war, dass ich cholerisch geworden bin. Das heißt, ich bin zu warm geworden und ich war vorher feucht, aber jetzt bin ich zu trocken. Warum? Gelbe Galle wird in der Gallenblase produziert und diese gelbe Galle gibt es zu einem kleinen Prozent auch im Blut. Aber dann, wenn es zu viel ist, wenn es zu viel produziert wird, wenn ich mich ganze Zeit mit Bitterstoffen ernähre, ne, jetzt ich meine, auf einmal kommt dann, oh, Schwefel, Schwefel. Schwefel ist sehr warm, das ist nichts für Choleriker. Dann kommen dann die Bitterstoffe, die sind auch nicht für Choleriker. Du musst daran denken, ein Choleriker hat ein Brennofen im Körper. Das hat man angeboren gekriegt. Jetzt machen wir Schwefel rein, jetzt machen wir Bitterstoffe rein. Jetzt denke ich, wenn ich dann ganze Zeit auch mich rohkostlich ernähre von Kräutern wie Sellerie, wie Basilikum, wie Bärlauch, wie Knoblauch und Zwiebel, die sind alle heiß, die sind sehr, sehr warm. Das heißt, der Körper überhitzt sich, ne? Die Leber wird sehr warm und wenn die Leber sehr warm, produziert viel Galle. Diese gelbe Galle fließt im ganzen Körper und das ist interessant, wenn ein Saft dominant wird. Erstmal kriegt man im Magen-Darm-Trakt die Probleme. Zweite Stufe ist im Kopf, das heißt alles, was im Kopf ist, Gehirn, Auge, Ohr und so. Und nachher generalisiert sich im ganzen Körper. Und bei mir war genauso. Erstmal im Magen-Darm-Trakt habe ich die Probleme gehabt. Dann habe ich auf einmal Sehschwäche gehabt und ich konnte nicht so gut hören. Und das war genau nach einer süßen Mahlzeit, morgen früh, süßer Tee, Schafkäse und Brot, was mir nicht gepasst hat. Und dann hat sich dann im Laufe der Zeit generalisiert, sodass dieses vorherige Brennen entstanden ist. Und das ist dann, ja, ich habe mich ganze Zeit gefragt, welche Viren, welche Bakterien, welche Parasiten so ein Brennen. Aber die waren das nicht. Das ist gelbe Galle. Gut, bei Sanguiniker ist das Problem das Blut. Sie Sanguiniker haben eine große Tischfreude. Sie wollen die ganze Zeit essen. Sie sind sehr kontaktfreudig. Sie gehen raus und ja, sie grillen zusammen die ganze Zeit. Ich meine, ich bin auch sanguinisch, denke ich auch die ganze Zeit ans Essen. Das ist falsch. Die müssen aufhören, so viel zu essen. Und die haben so viel Blutvolumen. Was passiert? Das passiert, dass sie zwischen 6 Uhr morgen und 8 Uhr morgen so richtig Schlaganfall kriegen oder Herzinfarkt. Warum? Weil Tag hat auch ein Temperament. Und morgen ab 6 Uhr bis 12 Uhr wird viel Blut produziert. Und deshalb Sanguiniker sind in dieser Zeit gefährdet. Dann von 12 bis 18 Uhr sind Choleriker sehr gefährdet, weil es wird viel gelbe Galle produziert. Nachher kommt man zum Abend, dann wird, ja, fängt Abend an. Und das ist dann melancholische Zeit. Ne? Dann, der Körper geht in der Nacht in Richtung Kälte. Deshalb muss man aufpassen, dass man abends warm ist, damit, weil der Schlaf ist kalt, der Körper wird kalt und dann, wenn man auch kalt ist, das ist falsch. Das heißt, wenn ein kalter Mensch jetzt abends Fisch isst mit Joghurt, das ist so richtig giftig, weil beide sind kalt, Nacht ist kalt, Schlaf ist kalt. Also ein Herzinfarkt vor Frühmorgen ist vielleicht irgendwie geplant, ne? So. Und ja, und dann die Phlegmatiker, dann haben sie viel Phlegma und die sind kalt und feucht und diese Phlegma fließt in lymphatischen System. Und wenn diese Phlegma viel ist und fremd ist, der Körper reagiert dagegen. Denken wir an Autoimmunerkrankungen. Dieses Phlegma ist überschüssig und dieses Phlegma ist fremd und der Körper reagiert. Deshalb entstehen dann diese Autoimmunerkrankungen. Auch alles, was in Richtung von Entschuldigung, könnte Hirnhaut man geht. sagen, Phlegma und Schleim gleichsetzen? Weil wir haben ja auch diese Bewegung, Genau. in Deutschland gibt es wohl weniger Heißblütler, also offenbar weniger Choleriker und Sanguiniker. Im Wesentlichen haben wir dieses Problem mit der Stagnation des Schleims und den Parasiten, die sich dann darauf einnisten. Kann man das sagen, ist Schleim oder ist da noch was anderes, was da Das ist, problematisch ist? Und ja. könnte es sein, dass der Erfolg dieser schleimfreien Heilkost und Rohkost und Ähnliches darauf basiert, das auszuleiten?
Ja, dieses Phlegma-Wort ist gleichgesetzt mit Schleim. Das sieht dann wie Eiklar aus, ne? Wie auch Molke. Eigentlich, wenn wir einen Topf haben, wenn wir unser Blut in einen Topf reintun, ganz oben ist Schaum, das ist Blutschaum, das ist gelbe Galle. Dann gehen wir zu richtigen Blut, das ist dann Sanguin, das ist Blut. Und nachher haben wir Phlegma. Phlegma sieht dann so weißlich aus, weiß-gelblich. Und dann ganz unten kommt schwarze Galle. Phlegma oder Schleim ist ungekochte Blut. Du siehst dann die Leute, die weißen Leute, wenn sie rennen, joggen, sie werden im Rotgesicht, im Gesicht rot. Warum? Weil das war Phlegma und beim Joggen wandelt sich zum Blut. Und deshalb eine Therapie von Phlegmatiker ist, bitte Leute, bewegt ihr euch. Weil Phlegmatiker sind sehr, sehr gemütliche Leute. Sie wollen sitzen. Also, wir müssen sie motivieren, dass sie joggen. Phlegma wird abgebaut. Phlegma wird auch abgebaut, wenn man zum Beispiel vor der Sonne sitzt, ne? Und wenn wir zum Beispiel allen sagen, trinkt ihr alle Wasser? Das ist falsch. Wasser dürfen die Leute, die feucht sind, nicht so viel trinken. Phlegmatiker müssen mit jedem Schluck Wasser aufpassen. Wenn sie dann das Wasser trinken, sie müssen so richtig Durst haben. Und deshalb, das ist falsch, dass alle Leute aufstehen müssen und sofort 4 Gläser Wasser. Das ist nicht richtig. Choleriker können davon profitieren. Und auch dann die Melancholiker, weil sie sind trocken. Aber die Feuchten dürfen nicht so viel Wasser, weil sie haben einfach so viel Feuchtigkeit. Die Phlegmatiker zum Beispiel müssen auch nicht abends duschen, weil der Körper ist sowieso feucht und nachher Körper rutscht noch mehr in die Kälte. Ja, wenn als Eltern kann man von dieser Lehre sehr guten Nutzen für die Kinder machen. Wenn ein Kind morgen Prüfung hat, darf das Kind nicht am Abend oder zum Frühstück kalt essen. Kalt heißt alle Lebensmittel mit einem kalten Temperament. Auch Gurke, Tomaten, ich meine, die sind alle Rohkost, die sind alle Pflanzen. Aber wenn eine phlegmatisch angelegt ist, das ist dann nicht gesund. Der kann das essen, aber dann muss man diese Lebensmittel korrigieren, so dass man das Temperament von Lebensmitteln wieder korrigieren kann und ändern kann. Zum Beispiel, man kann Tomaten essen mit Pfefferminz oder man kann Tomaten mit Basilikum essen, ne? Dann ist Korrektur gelaufen und es ist gemäßigt. Oder wenn jemand möchte unbedingt Joghurt essen, Joghurt ist kalt. Joghurt, dann siehst du das auch in Griechenland. Sie essen das immer mit Honig. Oder Joghurt in meinem Land wird gegessen nur mit Pfefferminzen oder auch dann ja irgendwelche Gewürze drinnen. Und deshalb müssen die Leute wissen, welches Temperament sie haben, darauf basieren sich ernähren. Und wenn man eine Krankheit hat, dann kann man sofort, ja, feststellen, welches falsches Temperament jetzt im Körper herrscht. Dann kann man dieses Temperament wieder korrigieren. Wunderbar, vielen Dank. Wobei gerade ist so ein kleiner logischer Fehlschluss und da könnten wir vielleicht überleiten. Ich bin ja neugierig, was Leute machen können. Also beispielsweise, was kann jemand aus der entsprechenden Gruppe, der merkt, oh, das ist ja gar nicht meins, aber jetzt stelle ich das fest, was können die tun? Aber gerade eben hast du gesagt, Joghurt oder Tomaten mit Pfefferminz korrigieren. Wobei ich den Eindruck habe, Pfefferminz ist doch kalt und macht kalt. Es ist ein Erfrischungsmittel, oder? Nein, Pfefferminz ist alle Kräuter sind. Das war mein Fehler. Ich meine, ich komme aus dem Persien, wie ich bin mit Gewürzen aufgewachsen. Eine Ursache, was mich krank gemacht hat, die waren die Gewürze. Ich habe die in Überschuss benutzt, weil man denkt, alle, okay, die sind Pflanzen, die sind Gewürze und ich koche gerne, also ich verwende viele Gewürze. Ich konnte fast eine Knoblauch essen. Knoblauch ist sehr, sehr warm. Wenn eine cholerisch ist oder sanguinisch, darf man nicht Knoblauch in Übermaß essen. Und auch wenn du dir einen Salat machst, ne? Du bist Rohkostler, du möchtest dir einen Salat machen, da musst du schauen, welches Temperament du hast, was du dann irgendwie vertragen kannst. Ich sage auch als ein Beispiel, wir haben ein phlegmatisches Kind hier in der Nachbarschaft gehabt, der hat ans Übergewicht gelitten. Ja, bin ich dann, weil ich dann mit dem Thema vertraut, ich habe dann ihm ein Diät gegeben, dass er alle kalten Sachen weglässt. Und er hat in 3 Wochen sehr gut abgenommen. Gute daran ist, wenn diese Leute, die ans Übergewicht leiden,
ja nach diese vier Temperamentenlehren abnehmen, sie bleiben trotzdem schön, weil wenn man mit falschen Diät irgendwie abnimmt, sieht man abgemagert aus und die Haut hat Falten. Aber wenn man nach dieser Lehre arbeitet, dann sieht man, die Leute können sehr gut satt werden, weil letztendlich er musste ganze kalte Sachen weglassen und natürlich auch nicht abends duschen. Er musste auch ein bisschen joggen und sich bewegen. Ja, aber Hauptsache die kalten Lebensmittel weglassen. Ne? Und das hilft, das hilft, das hilft tatsächlich. Ich meine, ich habe jetzt auch eine andere Dame gehabt und alles Mögliche, was ich gemacht habe mit Magnesium und das und jenes, hat nicht geholfen, dass ihr Reflex-Syndrom besser wird. Aber ich habe festgestellt, Reflex-Syndrom, diese unruhige Beine, passiert, wenn man viel schwarze Galle hat. Schwarze Galle hat ein Element Erde. Diese Erde setzt sich ab. Das heißt, ja, wenn wir einfach so das Blut, wie gesagt, denke mir wieder an diesen Topf, wenn das Blut dort ist, wir haben ganz unten schwarze Galle. Schwarze Galle, entweder kann in einer guten Form sein oder verbrannt sein. Schwarze Galle ist ganz schlimm. Das heißt, auch bei der Therapie von Melancholika, das dauert am meisten. Das, bei Cholerika dauert kürzer, danach Sanguinika, Phlegmatika und dann ja, die Therapie von Melancholika ist eine große Herausforderung für jeden Arzt. Auf jeden Fall, bei dieser Dame habe ich festgestellt, sie hat melancholisches Temperament jetzt und deshalb hat sie diese Ablagerungen in Waden. Wenn man sich hinlegt, ein tiefer Punkt ist, ja, sind die Waden und deshalb setzen sich diese, ja, setzt sich diese Erde, ne, diese Ablagen in die Waden und sie haben dann unruhige Beine. Und dann, ja, ich habe die Dame an antimelancholisches Diät gestellt und sie berichtete schon, dass die Beschwerden sich dann gebessert haben. Ne? Das ist dann, die Wirkung ist enorm und ich habe auch bei mir bemerkt, du hast das bei dir bemerkt, dass man einen großen Schritt weiterkommt. Und ja, ich denke, wenn jeder die Informationen hat, dann kann man viel, viel davon profitieren. Wunderbar. Du hast ja sehr viele Sachen zusammengetragen, teilweise überraschend, aber ich würde gerne auch für die Zuschauer schon mal eine Kostprobe haben. Du hattest jetzt den Jungen erwähnt, der Phlegmatiker war. Das haben wir, das ist weit verbreitet in Deutschland, also Menschen, die unter Gewichtsproblemen leiden, die nicht so richtig in Schwung kommen. Ja. Kannst du ganz kurz sagen, du hattest gesagt, diese Leute sollen nicht kalt essen, sondern die sollen ein bisschen Schwung reinbringen. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was sind denn zwei schöne Mahlzeiten oder Lebensmittel, mit denen sich dieses Phlegmatische ausgleichen lässt? Einfach so ja. Als kurzen Tipp. Okay, wie gesagt, ich habe gesagt, Sie dürfen nicht dann viel Wasser trinken. Klar. Sie dürfen, Wasser hat ein kaltes Temperament. Aber wenn wir ins Wasser ja ein bisschen so Pfefferminze reintun oder auch dann ja andere warme Kräuter, dann ist das warm. Dann, ja, das war deshalb die Phlegmatiker müssen am besten nicht dann reines Wasser trinken, sondern ein Wasser, das mit irgendwelchen warmen Kräutern gemischt ist. Die Kräuter, die meisten, fast 99% sind alle warm, außer Koriander. Koriander ist kalt. Deshalb Koriander ist ein guter oder auch Portulak. Die sind alle kalt. Und deshalb, die beiden können zum Beispiel Cholerika oder Sanguinika essen. Aber sonst Salatblatt ist kalt, zum Beispiel. Alle Blattsalat, alle Sorten. Und ja, Sellerie ist warm und Kürbis ist warm. Alle diese Sachen können dann, es gibt dann, ich habe dann eine Tabelle gemacht, wo man sieht, ja, welche Lebensmittel warm sind, welche Lebensmittel kalt sind. Ja, und auch zum Beispiel, wie gesagt, das ist nicht nur Lebensmittel. Auch dann die äußere Umgebung. Das heißt, Phlegmatiker dürfen nicht dann in Dampfbad gehen, ne? Wenn sie sich behandeln wollen. Am besten Trockensauna, ja. Oder am besten Schwimmen in der Therapiezeit weglassen. Da muss man irgendwelche trockene Sportarten machen. Aber man kann sie motivieren, dass sie joggen, ne? Weil Joggen macht, kocht Phlegma zum Blut. Dann sehen sie alle sofort rot im Gesicht. Ne? Und, ja. Und vielleicht noch, um das zu vervollständigen, Wie schafft denn ein kalter, trockener Mensch von dieser Dehydration wegzukommen?
Also ist ja oft nicht mit Wasser trinken getan, weil Wasser fließt ja oft einfach nur durch. Wie kann man denn, wenn man so melancholisch drauf ist, okay, warm machen, Gewürze und Knoblauch und Chili und solche Sachen, sich dem Tagesablauf entsprechen. Das habe ich verstanden. Vielleicht kannst du einen Tipp geben, wie man mehr Feuchte ins System bringt. Es gibt dann Pflanzenarten, die zum Beispiel bei Cholerica, Wegwarte, ist eine tolle Pflanze. Dann kann man entweder Tees machen oder auch in persischen Laden zum Beispiel gibt es dann Konzentrate von, ja, es gibt zum Beispiel von Cholerica ist Wegwarte sehr gut und Wegwarte-Konzentrat oder auch dann Erdrauch. Dann es gibt dann Fenchelkonzentrat. Das ist sehr warm. Ne? Dann können zum Beispiel die Leute, die kalt sind, Fenchel, viel Fenchel essen. Fencheltee oder auch am besten dann diese Fenchelkonzentrat. Und ja, es gibt, wie gesagt, eine große Liste von Lebensmitteln und jede muss dann erstmal sein angeborenes Temperament erkennen. Das heißt, wir wollen alle zurück zu unserem angeborenen Temperament, aber in gemäßigten Formen. Ich bin sanguinisch. Okay, die Leute sind humorvoll, witzig, die haben Power, die haben Ausdauer, aber die müssen nicht herzkrank sein. Aber wenn ich nicht aufpasse, dann besonders sanguinische Männer zum Beispiel, ja, entwickeln dann Hochdruck. Sie entwickeln auch, ja, warmes Diabetes. Das heißt, wenn man Diabetes bei den Patienten behandelt, alle Diabetiker kann man nicht mit einer Therapie behandeln. Man muss immer denken, hat der Mensch kaltes Temperament, dann ist das kalte Diabetiker. Das heißt, kalte Diabetes kann man mit Honig behandeln. Wenn man daran denkt, Diabetes, oh, Zucker erhöht. Diese Diabetiker, die sind sogar gefährdet, dass sie ganz, ganz niedrige Blutzucker kriegen. Und warum haben sie Diabetes? Sie haben viel Phlegma. Und wie kann man Phlegma beseitigen? Beseitigen mit Honig. Das heißt, der Arzt, der Leute mit kaltem Diabetes behandelt, der gibt nüchtern und auch abends, ja, Honig. Honig ist eine großartige Therapie für kalte Diabetiker. Oder auch dann mit, ja, umgekehrt ist das bei warmen Diabetiker, ne? Dann kriegen Sanguiniker das. Dann, sie haben dann, ja, viel Blutvolumen und dann gibt es zum Beispiel eine einfache Therapie, dass man, jetzt ist Quittenzeit, Quitten wie Kartoffeln im Essig kochen und jeweils 2 Esslöffel, einmal nüchtern morgens und einmal abends, bevor man schlafen geht, isst. Und das wird auch dann Blutzucker bei solchen Patienten als Therapiebeispiel regulieren. Es gibt dann zum Beispiel Kopfschmerzen. Da muss man wieder denken. Bei jedem Temperament sind die Kopfschmerzen anders. Choleriker kriegen erstmal hier in den Stehen. Dann breitet sich dann aus. Bei Sanguiniker, die haben seitlich. Das pulsiert auch. Ne? Letztendlich, die haben viel Blutvolumen. Das pulsiert. Bei Melancholiker, die haben dann wie einen Hut aufgesetzt. Das heißt, das ganze Kopf betroffen ist. Jeder hat wieder eine andere Therapie. Ja, bei sanguinischen Kopfschmerz muss man etwas anderes machen. Bei Choleriker kann man sofort Essig riechen oder Essigtropfen hier machen, dann sind die auch Kopfschmerzen weg. Oder auch Zitronenwasser trinken, das beseitigt auch die Kopfschmerzen. Das heißt, abkühlende Maßnahmen. Ja, bei anderen muss man dann ja wärmende Maßnahmen benutzen. Deshalb, das ist ganz, ganz wichtig, das Temperament zu erkennen und die Krankheiten, das Temperament von Lebensmitteln. Und dann kann man ja die richtige irgendwie Kondition zusammenbringen, ne? Kombination, die richtige Kombination zusammenbringen. Wunderbar, vielen Dank. Ich war ja selber sehr erleichtert über diese Informationen, denn wir hatten ja mit der Schwefeltherapie tatsächlich einige, die starkes Schwitzen hatten, die diese Ausbrüche hatten und mit der Haut nicht klarkommen sollen. Und bei mir selber hat sich das dann auch mit der Zeit eingestellt, damit also mit der ketogenen Ernährung, die ich gegen meine eigenen Prinzipien dann ausprobiert habe, die auch gut sind gegen so Fresssucht und ähnliches und Süchte. Aber der Leber hat es nicht gefallen. Die Haut wurde immer schlechter. Du hast es ja selber auch mitbekommen bei mir. Und dann einfach mit Granatapfel und Berberitzen und diese Sachen, die da kühlen und Bitterstoffe weggelassen. Und auf einmal wurde ich entspannter und die Haut wurde besser. Ich konnte es selber gar nicht glauben. Also das sind Wahnsinn, sehr, sehr schöne Informationen.
Jetzt hast du sie ja auch schön zusammengefasst in deinem Protokoll. Aber da bleibt ja noch die Frage, kann ich mir das nicht einfach im Internet ergoogeln, wenn ich weiß, Temperamente oder Säfte oder ähnliche Lehre? Was ist da bei deiner Zusammenstellung das Empfehlenswerte, wenn du jetzt mal ganz freundlich zurückhaltend dein eigenes Protokoll zu der Temperamentenlehre beschreiben würdest? Eigentlich, ich habe jetzt dann in den letzten Wochen Tag und Nacht wieder experimentiert und studiert, weil das hat mir auch einfach so Spaß gemacht. Ne? Das ist eine großartige Lehre und ich habe mir solche Vorwürfe gemacht, warum ich sowas übersehen konnte. Okay, gut. Ich habe auch dann ein paar Bücher in Deutschland bestellt, sogar Rezeptbücher für verschiedene Temperamente. Tut mir leid, ja, ich finde keinen Sinn. Diese Lehre, ja, gibt es im Iran oder auch in Griechenland. Und die Ressourcen konnte ich nur leider auf Iranisch finden. Deshalb habe ich dann überall gegoogelt und auch Bücher bestellt. Ja, zukünftig werde ich auch die Ausbildungen in meinem Land absolvieren. Und ich habe alles gelesen und auch dann nach meinen eigenen Erfahrungen, weil jetzt wurde mir klar, warum ich seit Jahren dieses Brennen hatte. Das war einfach so feurige Galle. Und ich habe nie gedacht, dass die Galle so hoch geht. Und hilflos habe ich immer damals meinen HNO-Arzt gefragt, Gott, warum brennt das bei mir im Ohr? Und welche Virus ist so schnell? Jetzt ist das in meinem Gehirn und manchmal war es in meinem Oberschenkel. Das hat dann überall, du kannst das auch sagen, ne? Das hat dann hier mal gebrannt und das war auch unterschiedlich. Das heißt, auch als ich am Ofen nur gebacken habe oder gekocht habe, das war einfach so die Hitze in der Küche. Und das hat mich gewundert, warum ich dieses Brennen habe, wenn ich zum Beispiel in der Hitze arbeite oder wenn ich eine Nachricht lese. Aber jetzt weiß ich, die Nahrung ist nicht nur oral. Wir kriegen die Nahrung durch unsere Gedanken, durch Hören, Sehen, Anfassen. Deshalb müssen wir bei Temperamententherapie alle diese Nahrungsarten irgendwie berücksichtigen. Das ist nicht nur Lebensmittel. Deshalb zum Beispiel Melancholiker, die haben eine schwarze Brille, die haben schwarze Galle. Das heißt auch schwarze Galle. Die sehen das Leben ganz pessimistisch. Die dürfen dann keine melancholischen Filme sich anschauen. Man darf dann nur mit ihnen über fröhliche Themen und ja reden. Ja, sie müssen viel lachen und viel Comedy-Filme sehen und so. Alles muss man berücksichtigen, ne? Aber wenn die Sache klar wird, dann ja, wow Gott, das war so einfach und ich habe mir das Leben so kompliziert gemacht. Aber okay, jetzt weiß ich das und ich hoffe, dass viele Leute auch dieses Interview sich anschauen. Und wie gesagt, die Lehre kommt aus Griechenland, aus dem Persien und ich bin jetzt dabei, mit allen Kräften, ja, die Sache zu recherchieren und alles zusammenzufassen. Das habe ich auch jetzt in meinem Protokoll gemacht. Ne, man weiß dann, was dann vier Temperamente sind. Und ich habe alles dann auch tabellarisch zusammengefasst, was jedes Temperament zu tun hat, damit er wieder zu seinem angeborenen Temperament in gemäßigten Form zurückkehrt. Okay, wunderbar. Schön, also das war ein guter Zusammenhang und ja, ich bin auch erleichtert. Ich hatte ja selber die Nachrichten bekommen. Du sag mal, Stefan, die Sarah verteufelt quasi die Sitzheizung und Sauna. Aber das ist das Einzige, was mir hilft und andere empfehlen das auch. Und ich wusste da letzten Endes auch nicht groß weiter, außer auf das Individuelle und das Bauchgefühl zu verweisen. Aber jetzt haben wir da mit deinem Protokoll einen schönen Leitfaden. Freut mich auch. Also, ich werde den Link einblenden dazu für den, der sich nähere Informationen haben will. Vielen Dank erstmal, dass du deine Erfahrung schon mal so anschaulich geteilt hast. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst zu dem Thema? Ach, eigentlich nicht. Aber als ich Medizin studiert habe, habe ich immer daran gedacht, ach, ich finde einen Weg, irgendwo, wo ich dann effektiv den Leuten behilflich sein kann. Und mit dieser Vier-Temperamenten-Lehre ist dieser Wunsch von mich erfüllt. Und ich weiß, dass ich durch diesen Weg vielen Leuten behilflich sein kann. Und das ist für mich eine große Freude. Und vielen Dank, dass du mich bis jetzt begleitet hast. Ich danke dir. Das ist ein schönes Schlusswort und ich bin weiterhin gespannt, was da noch kommt und auch auf die Reaktionen der Zuschauer, auf die Kommentare, wie es hilft. Also ich hoffe, wir können da diesen Weg gemeinsam gehen und dann diese vielen Widersprüche, die sich dann auch bei den Ernährungsformen gebildet haben, mit dieser Logik dann hoffentlich auflösen, sodass wir balancierter werden. Das ist ja auch das Projektziel. Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend dir. Bis auf bald. Dankeschön.